so eilig? Weil wir unseren Rekord brechen wollen. Heute brauchen wir eine halbe Stunde. Gar nicht so schlecht. Wo bleibt Sandra denn? Ich wollte doch später noch lernen. Vorsicht, heiß und fettig. Ah, das ist ja wie Medizin. Gegen was? Na, gegen alles. Gegen Tonsillitis, gegen Angina pectoris, gegen... Hey, hatten wir nicht ausgemacht, uns heute einfach nur zu erholen? Sandra, was soll Arnie von mir denken, wenn ich den ganzen Tag nur am Strand herumhänge? Hm? Musik, Mädels. Genau. Hey. Los Angeles ist eine aufregende und faszinierende Stadt. 5 Jahre lebten wir hier zusammen. 3 Medizinstudentinnen kurz vor dem Examen. So oft wie möglich unternahmen wir etwas gemeinsam. Doch keine von uns ahnte an diesem Vormittag, wie sehr sich unser Leben in den nächsten Monaten verändern würde. Hey Ruth, Arnie ist hier. Oh. Oh nein. Erwischt. Ich würde schon verstehen, dass du nicht 10 Stunden am Tag büffeln kannst. Habt ihr Krach? Nein, aber... Nicht doch. Den könnte sie kriegen, wenn er erfährt, dass sie mit uns am Strand war. In der Bibliothek hat es länger gedauert. Leider. Du bist doch eines der wenigen Beispiele dafür, dass Lügen nicht unbedingt kurze Beine haben müssen. Genau. Und ich werde noch nicht mal rot dabei. Du hast mich belogen. Kuss. Eines vegetarisch, eines mit Fleisch. Also die Pizza ist kalt, wenn ihr so lange braucht. Ist die ohne Fleisch? Ja. Vieles hätte ich mal übrig. Naja, ist ja kein Wunder. 2 Stunden Domschuss. Sauber, für dich. Heute ist er noch gar nicht der erste, Sandra. Ich habe aber meinen Scheck heute schon bekommen. Ich muss noch mal los. Ja. Niki. Ja? Nimm mein Auto. Mama, du bist mir noch nicht böse, dass ich letzte Woche nicht kommen konnte, hm? Ich hatte einfach das Fahrgeld nicht, weil ich mir Bücher kaufen musste. Und die sind im Stipendium nicht drin. Wir müssen uns nämlich jetzt für eine Fachrichtung entscheiden. Ich habe übrigens einen Job als Nachtschwester bekommen. In dem gleichen Krankenhaus, in dem ich auch mein Praktikum mache. Das ist doch praktisch, findest du nicht? Nachts bin ich Schwester und tagsüber Ärztin. Naja, nicht richtig, aber die Patienten nennen uns schon Doktor. Jetzt musst du lachen, ha? Ich hoffe, du bist auch ein bisschen stolz auf mich. Der weiße Kittel steht mir richtig gut. Na, und bald bin ich eine echte Frau Doktor. Ganz so, wie du es dir immer gewünscht hast. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, Mama. Guten Tag, Miss Long. Oh, Mrs. Turner. Ich wollte schon zu Ihnen. Ich habe Ihren Brief bekommen und... Es tut mir leid, Miss Long, aber Sie sind mit Ihrer Bezahlung im Rückstand. Ja, ich weiß. Aber ich kann es im Moment nicht zahlen und ich... wollte Sie noch mal um eine kleine Stundung bitten. Ich glaube nicht, dass das Management das akzeptiert, Miss Long. Es gibt genügend karitative Einrichtungen, die Ihre Mutter aufnehmen könnten. Aber wir sind ein Privatunternehmen. Du weißt, dass wir Samstag von meinen Eltern eingeladen sind, oder? Wie könnte ich das vergessen? Soll ich dich abhören? Ja. Warte mal. Man kann es auch übertreiben. Ich bin weg. Viel Spaß, ihr zwei. Was jetzt? Theorie oder Praxis? Hey,
Lass uns zusammenziehen, ne? Das wäre schön, aber ich kann Sandra und Micky jetzt nicht zumuten, eine neue Mieterin zu suchen. Wir wohnen schon seit 5 Jahren zusammen. Wir sind nie alleine, fällt ja, dir das du auf? Hast ja recht, aber jetzt ist nun mal der Endspurt angesagt und ich werde noch weniger Zeit haben die nächsten Monate. Fällt dir eigentlich auf, dass ich unser Liebesleben nach dem Stundenplan deiner Freundinnen richte? Fällt dir das auf? Jetzt lass uns halt das Thema bis nach dem Examen vertagen. Okay. So, und ich muss jetzt lernen. Du musst was? Ich muss jetzt noch lernen. Hervorragend. Heute sind Körperstudien dran. Weißt du, wie viele Meter Blutgefäße ein Mensch hat? Nee. Wie viele? Das weiß ich nicht mehr. Man unterscheidet zwischen Venen, Arterien, Kapillaren und... Schlaflose Nacht. Können Sie sicher durchschlafen. Sehen Sie? Ich habe solche Angst. Nein. Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Das ist ein Routineeingriff. Dr. Adams ist ein hervorragender Chirurg. Der beste, den Sie in ganz Kalifornien kriegen können. Ich werde auch dabei sein. Er ist mein Professor, wissen Sie? Sind Sie gut? Wie, du bist schon zurück? Sorry. Ich habe es jetzt gelernt. Grundlagen der Gefäßchirurgie. Sieht eher nach angewandter Anatomie aus. Wie, du bist schon zurück? Ich habe Sie bis jetzt abgehört. Orthopädie. Okay. Bis später. Zeit läuft. Zeit läuft. Guten Morgen, Darling. Hallo, aufwachen, es ist jetzt Schichtwechsel. Es ist 6 Uhr, ein wunderschöner Tag. Besondere Vorkommnisse? Eigentlich nicht. Alles eingetragen, sehr gute Arbeit. War ja richtig was los. Sie müssen sich Ihr Geld wirklich hart verdienen. Sie wissen, dass heute Morgen Mr. Weingart unter das Messer kommt und Sie bei Dr. Adams assistieren? Können Sie den Wagen nicht woanders parken? Hey, Sandra! Du siehst ja richtig süß aus, wenn du dich aufregst. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Macho bist. Ich habe dich bisher immer für einen Gentleman gehalten. Ladies first. Ich habe sowieso bald einen beschilderten Parkplatz mit dem Namen Rick Parsons Chefarzt drauf. Was eigentlich, dass wir heute zusammen in der Ambulanz eingeteilt sind? Ich kann es kaum erwarten. Hey, Micky. Hi, Sandra. Schon wieder hier oder noch immer? Immer.
Hast du überhaupt geschlafen? Bisschen, ja. Gleich meine OP mit Dr. Adams. Mickey, lass dich von dem bitte nicht unterkriegen, ja? Adams lässt alle Praktikanten erstmal auflaufen. Und Frauen eben besonders gern. Na, prima. Also denk dran, was immer passiert, das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Mir ist trotzdem ganz schön mulmig. Heute ist dein Tag und nicht seiner. Hm? Okay. Ciao. Ciao. Haben Sie schon mal bei einem Blinddarm assistiert, Miss Long? Nein, aber ich habe schon viel darüber gelesen. Ja, das genügt nicht. Wenn Ihnen während der Operation schlecht werden sollte, dann verlassen Sie sofort den OP. Ich glaube nicht, dass mir schlecht wird, Dr. Adams. Ach, wissen Sie, ich habe schon Pferde kotzen sehen. Hey, hör mal, ich habe für Samstag eine Überraschung besorgt. Hast du Lust? Wie kannst du jetzt an sowas denken? Ich liebe einfach junge, idealistische Ärztinnen im Praktikum. Sorry, ich habe Dienst. Das kann man ändern. Ich bin schließlich dein Chef und du musst unbedingt auf meine Anordnungen hören. Okay. Du wirst es nicht bereuen. Und jetzt dann, Miss Long, werden Sie in jedem Augenblick eine Gefäßklammer zur Hand haben. Wenn ich ein großes Gefäß treffe, müssen Sie es sofort abklemmen. Strecken Sie die flache Hand aus, so wie ich es tue. Nein! Arbeiten Sie niemals mit beiden Händen, Miss Long. Ökonomie der Bewegung ist alles in der Chirurgie. Also nochmal, die Schwester gibt Ihnen das Instrument in Bedienposition. Kein Gefummel. Nur eine Hand. Sehr gut. Das sind nur die falschen Finger. Na, was ist, Miss Long? Soll der Patient verbluten? Chuck, alles klar? Ja, Herz und Atmung stabil. Sehr schön. Ich mache ihn jetzt wieder zu. Und nun, Miss Long, warum lege ich hier eine Tabaksbeutelnaht an? Weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sollte sich ein Abszess bilden, dieser sich in das Zirkum entleert und nicht in die Bauchhöhle. In der Tat, es ist doch schön, wenn man auch mal was weiß, Miss Long. Und was tun Sie jetzt, wo ich die Naht fertig habe? Abschneiden. Sehr schön. Und womit? Oder wollen Sie sie etwa durchbeißen? Hä? Geben Sie Miss Long eine Schere, Schwester. Dann stehen wir bis Weihnachten noch hier. Lässt du ihn nicht wieder gewinnen. Okay? Am liebsten müssen wir einfach davon gerannt. Lass ihn das nie wissen. Sonst wird er dich ohne Ende schikanieren. Wenn wir jetzt da sind, wo wir hinwollen, dann wird Dr. Adams sagen, hey, das waren meine Studentinnen. Wir werden sagen, wer ist Dr. Adams? Genau. Du bist gut, Mickey. Und jetzt gehen wir was essen. Hm? Mir fällt schon lange auf, dass du in letzter Zeit sehr blass bist. Ist einfach ein bisschen viel. Klinik. Der Nachtdienst, das Examen. Erinnere mich nicht ans Examen. Muss denn das jetzt alles noch sein? Diese vielen Nachtschichten? Ja, irgendwo muss das Geld ja kommen. Mickey, du weißt, dass ich es dir jederzeit leihen kann.
Sondra, das ist lieb von dir. Aber ich schaffe das schon, wirklich. Einmal Chili con Carne. Du, ich muss jetzt sowieso los. Wieso denn? Du hast doch noch gar nicht aufgegessen. Ciao. Ciao. Appetit. Ich hoffe, der Chili con Carne schmeckt Ihnen. Danke. Das Chili ist sehr scharf. Ich glaube nicht, dass Sie das mit einem Glas Wasser mischen können. Arbeiten Sie in der Klinik? Ich esse seit 3 Wochen hier. Ich musste feststellen, dass diese Suppe einem die Schleimhäute verätzen kann. Noch ein Glas Wasser für die Dame, bitte. Hören Sie, ich möchte eigentlich nur ganz in Ruhe essen, okay? Entschuldigen Sie. Ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Chris Novak. Ich bin Arzt. Entschuldigung. Ich bin Mickey Long. Ich bin Arzt im Praktikum hier. Ich möchte mit Ihnen über Ihr Gesicht reden. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe einen Forschungsauftrag und arbeite an neuen Methoden zur Beseitigung von Hämangiomen. Es ist eine neue Technik. Sie funktioniert ähnlich wie beim Tätowieren. Ich könnte mir das sowieso nicht leisten. Es wird Sie überhaupt nichts kosten. Ich suche betroffene Menschen, die sich helfen lassen wollen. Entschuldigung, ich muss jetzt gehen. Sie vertrauen mir nicht. Hier, nehmen Sie meine Karte. Die Zahlen bitte. Danke. Und? Ist ein geiles Auto, ne? Warum ist es mich eigentlich immer so beeindruckend? Wenn ich dich nicht schon länger kennen würde, müsste ich denken, du bist einer von diesen idiotischen Angebern, die sich auch noch für unwiderstehlich halten, weil sie so ein tolles Auto fahren. Tolles Auto, ja. Angeber, nein. Unwiderstehlich? Ja. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Was hast du vor? Nichts. Lügner. I'll be sad and blue. Bradykardie und dann noch die Extrasystolen bzw. das Herzflimmern. Richtig? Was es alles gibt, mir tut schon alles weh. Ah nee, Herzflimmern tut nicht weh. Das sind rasche, ungeordnete Bewegungen der Herzmuskelfaser. Rasche, ungeordnete Erregungen? Das klingt gut. Mach doch mal links ran. Abend geben, aber ich kann nicht länger warten hier. Na los, pack ja aus! Ist der für mich? Naja. Gefällt er dir? Gefällt er dir? Er ist wunderschön. Ich möchte mit dir zusammenziehen. Ich kann mir das jetzt leisten. Barney, darüber haben wir doch schon gesprochen. Noch nicht. Das ist ein Verlobungsring. Und Verlobte ziehen zusammen, das ist so. Barney, bitte. Das Examen geht jetzt vor. Ich muss mich doch voll auf die Prüfungen konzentrieren. Wunderbarer Ring.
ist mindestens 1000 Dollar wert. Das wird deinem Vater gefallen. Mama, Anja hat ihn mir geschenkt. Hm? Mir. Den Mann musst du behalten, Ruth. Ja, ich will ihn ja auch behalten. Aber nicht, weil er mir Ringe schenkt, sondern weil ich ihn liebe. Dein Vater hat mir zu jeder Geburt einen geschenkt. Er mag deinen Arnie. Freut mich, dass Papa ihn mag. Du musst nur aufpassen, dass er dir nicht abspringt. Studier nicht zu viel, wird nicht zu schlau. Du Männer können neunmal kluge Frauen nicht ausstehen. Mama, wir leben nicht mehr in den 50er Jahren, ja? Sag mal, was für ein Weltbild hast du eigentlich? Ach. Hier sind Fotos von meinen beiden Söhnen. Hier, das ist David. Er studiert im Moment in Europa. Was studiert er denn? Medizin. Ja, das hätte ich auch tun sollen, aber ich kann kein Blut sehen. Zum Major gebracht. Ja, jetzt zeige ich Ihnen Fotos von Benjamins Bar Mitzwa. Da. Eigentlich würde ich gerne Kinderfotos von Ruth sehen. Es gibt keine. Sie hat sich früher nie fotografieren lassen. Sie war ein bisschen pummelig, als sie kleine war. Sie wollte auch keine Diät machen. Erst als ich ihr 10 Dollar pro abgespecktes Pfund gegeben habe, hat sich doch gelohnt, oder? Ich bin sicher, Ruth war immer schon wunderschön. Ruth will sich immer beweisen, dass sie besser als meine zwei Söhne ist. Wie alle Frauen. Immer beweisen wollen, dass sie besser als wir Männer sind. Tja, Frauen wissen nicht, was sie ohne uns tun sollten. Ja, was würden wir ohne die Frauen tun? Ich weiß, was Sie meinen, aber Arnie, Sie sind doch hoffentlich Manns genug, oder? Also irgendwann erwarte ich ein paar stramme Enkel von euch beiden. Oder Töchter. In unseren Kindern und Kindeskindern leben wir weiter. Das sagt der Talmud. Und das heißt für uns Männer nur in unseren Söhnen. Ne? Was willst du deinem Vater eigentlich beweisen? Ich versuche überhaupt nichts zu beweisen. Dass du besser bist als deine Brüder? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich will einfach nur, dass er sieht, dass ich es auch schaffe. Dass ich nicht versage. Schließlich zahlt er mein Studium. Und du glaubst, dass er dich nur liebt, wenn du Spitzenleistung bringst? Rutsch rüber, ich fahre. Vorsicht. Gott sei Dank ist noch mal alles gut gegangen. Für Sentimentalitäten haben wir keine Zeit, Miss Shapiro. Zu viel Gefummel, wenn wir das zusammenflicken. Sie wird uns dankbar sein, wenn sie die Pille nicht mehr nehmen muss. Miss Shapiro, wir entfernen jetzt den Uterus. Haben Sie bei einer solchen Operation schon mal assistiert? Das ist doch nur ein kleiner Riss, den kann man doch nähen. Miss Shapiro, zerbrechen Sie sich nicht Ihr hübsches Köpfchen. Was Sie denken, ist noch lange nicht richtig. Und was nötig ist, bestimme ich. Verstanden? Aber woher wollen Sie wissen, dass die Frau keine Kinder mehr haben will? Sie ist erst 28. Noch ein Wort, Miss Shapiro. Und Sie fliegen aus dem OP. Miss Shapiro, was Sie gesehen haben und denken, interessiert mich nicht. Dr. Donaldson ist ein exzellenter Chirurg mit guten Referenzen. Egal, was Sie meinen, seine Entscheidung war korrekt. Es steht Ihnen nicht zu, sich in Chefarztkompetenzen einzumischen. Sie haben kein Recht, sich über ihn zu beschweren. Das tue ich auch gar nicht, Dr. Watson. Ich bitte Sie nur, eine Untersuchung zu veranlassen. Jetzt hören Sie mir mal zu.
Seien Sie vorsichtig. Sie sollten sich Ihre durchaus brillante Zukunftsaussicht nicht kaputt machen. Aber das können Sie doch nicht durchgehen lassen. Miss Shapiro, Sie haben, was diese Sache anbetrifft, zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder Sie verlassen dieses Haus auf der Stelle, oder Sie bleiben hier und ordnen sich unter. Diese Chance gebe ich Ihnen nur, weil Sie eine meiner besten Studentinnen sind. Also, was halten Sie davon, wenn ich den Vorfall vergesse? Hoffentlich gelingt mir das so gut wie Ihnen. Was haben Sie denn? Was ist denn? Haben Sie Schmerzen? Ich glaube, die kriegt ein Baby, verdammt nochmal. Ist jemand hier Arzt? Nein, ich weiß auch nicht. Halten Sie mal, halten Sie mal. Ich versuche, jemanden anzurufen. Was hat denn gut für eine Nummer, verdammt nochmal? Meine Frau ist Ärztin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hallo? Schicken Sie bitte rasch einen Wagen Hollywood Boulevard in die Höhe von Café Shelley. Ja, eine Schwangere ist zusammengebrochen. Ich hab doch keine Ahnung, was sie hat. Ich bin doch kein Arzt. Kommt. Also, ich würde wenigstens mal mit diesem Dr. Novak reden und mir anhören, was er vorschlägt. Nein, das Kapitel ist für mich endgültig abgeschlossen. Ich war schon bei so vielen Ärzten. Keiner konnte mir helfen. Du hast nichts zu verlieren, Mickey Long. Und wer weiß, vielleicht kann er ja wirklich was für dich tun. Mal sehen. Übrigens, ich habe mir überlegt, ob ich mich in der Abteilung für plastische Chirurgie bewerben soll. Echt? Das ist eine tolle Idee. Ach, ich muss mich beeilen. Dr. Adams wartet auf mich. Hey, bewirb dich. Miss Long kennst du ja. Ne? Sie wird eine tüchtige Frau Doktor werden. Und sie wird sich deshalb dein Bein ansehen, ob die Narbe gut verheilt ist. Hi, Eric. Alles klar? So, Moment mal. Ich will nicht, dass sie mich anfasst. Sie ist selbst krank und steckt mich vielleicht an. Jetzt machen Sie gefälligst weiter, Miss Long. Sie sollten sich von einem kleinen Jungen nicht aus der Fassung bringen lassen. Und du, du hältst gefälligst deinen Mund. Mein Kompliment, Dr. Long. Das nenne ich eine perfekte Naht. Sie scheinen Talent für saubere Nähte zu haben. Leute wie Sie werden in der plastischen Chirurgie gebraucht. Danke, Dr. Adams. Hallo, Miss Long. Dr. Watson. Gut, dass ich Sie treffe. Ich habe eine Bewerbung von Ihnen bekommen, in der Sie sich um eine Stelle in der plastischen Chirurgie bewerben. Ja, richtig. Dr. Adams meinte, ich... Ja, ich dachte, ich versuch's einfach mal. Dr. Adams hat mir viel Gutes über Sie berichtet, Miss Long. Sehr Gutes. Aber in der Tat möchte ich Ihnen raten, Ihre Bewerbung zurückzunehmen. Aber warum mich? Ich dachte, wir sollten uns schon vor der Promotion bewerben und... Ich hab doch alle Qualifikationen. Plastische Chirurgie ist zu einem großen Teil auch kosmetische Chirurgie, jedenfalls in unserem Hause. Nun, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Können Sie sich vorstellen, was es für einen Eindruck auf die Patienten macht, wenn jemand wie Sie... Ach, ja, verstehe. Sicher keine gute Werbung für St. Catharines. Sie haben sich wirklich sehr bewährt, Miss Long, wirklich sehr bewährt. Wir können ja tüchtige Ärzte brauchen und an dieser Klinik gibt es nur tüchtige Ärzte. Deshalb möchte ich Ihnen vorschlagen, wie wäre es mit Unfallchirurgie? Denken Sie darüber nach.
hier ist Rick. Ruf mich doch bitte mal zurück. Ich habe was mit dir zu besprechen. Danke. Hier spricht Mrs. Turner vom Pflegeheim St. Andrew. Miss Long, es geht um Ihre Mutter. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass sich der Pflegesatz um $10 täglich erhöht hat. Im Übrigen darf ich daran erinnern, dass der gestundete Betrag am 30. fällig wird. Auf Wiederhören. Lass mich in Ruhe! Lasst mich einfach alle in Ruhe. Entschuldige. Ich kann einfach nicht mehr. Ich höre auf. Bist du verrückt? So kurz vor dem Examen? Ach, irgendwann kann ich ja vielleicht weiter studieren. Als OP-Schwester kann ich sofort irgendwo anfangen. Und dann verdiene ich endlich genug Geld, um meine verdammten Schulden zu bezahlen. Micky, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst das Geld doch von mir haben. Ich hab's doch. Sonder, ich kann das nicht annehmen. Mensch, du musst in deinem früheren Leben mal eine Prinzessin gewesen sein. Stolz bis zum Untergang, oder wie? Ich tippe eher auf Aschenbrödel. Pass mal auf, Micky. Ich kann es dir ja leihen. Und damit du ruhiger schlafen kannst, meinetwegen auch mit Zinsen. Ich investiere in deine Zukunft. In die Zukunft einer wunderbaren Ärztin. Ja, vor der sich jedes Kind ekelt. Halt. Was das Aschenbrödel betrifft, ja? Warum gehst du nicht endlich zu diesem Dr. Novak, der dich behandeln will? Langsam werde ich nämlich ernsthaft sauer, wenn du das nicht tust. Das gehört nämlich auch zur Freundschaft, dass man sich gegenseitig die Wahrheit sagt. Genau. Du willst Ärztin werden. Du verlangst von deinen Patienten Vertrauen. In dich, in die Medizin. Und du hast kein Vertrauen? Dabei ist das noch nicht mal eine riesige Operation. Mann, ich hab Angst. Nicht vor den Schmerzen, nicht vor Chris Novak. Ich hab einfach Angst vor der Enttäuschung, dass es wieder nichts wird. Micky? An Enttäuschung ist noch niemand gestorben. Und außerdem hast du uns. Genau. Und auch wenn du uns nicht brauchst. Hört auf, komm, sonst muss ich gleich wiederholen. Und wenn du dein Studium aufgibst, dann gehe ich ins Wasser. Hä? Siehst du? Hey, Sophie, halt! Meine Mutter hat mich immer damit getröstet, dass es der Kuss einer Fee sei. Dass Mädchen, die so etwas haben, ganz besondere Kinder wären. Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Sie haben eine wunderschöne Haut. Viele Frauen würden Sie darum beneiden, wenn Sie so eine hätten. Aber wie soll das jemand erkennen, wenn Sie immer nur Ihre Nasenspitze zeigen? Ich kann eben nicht damit umgehen, Dr. Novak. Es ist für mich nie normal geworden, dieses angestarrt werden. Das wird Ihnen nach der Behandlung auch passieren. Wenn Sie zur Miss World gekürt werden. Keine Sorge, ich habe andere Ziele. Klären Sie mich lieber über die Risiken auf, bevor ich es mir wieder anders überlege. Es wird vielleicht ein wenig wehtun. Das größere Risiko aber ist, dass ich Sie während der Behandlung davon überzeugen muss, sich für eine Facharztausbildung am Great Victoria Hospital auf Hawaii zu bewerben. Die weltweit führende Klinik für plastische Chirurgie? Nein, davon würde ich nicht mal zu träumen wagen. Warum nicht? Dort wären Sie genau richtig. Es hat sich herumgesprochen, dass Sie sehr talentiert sind. Wie lange würde denn die Behandlung dauern? Ungefähr 6 Wochen. Es ist übrigens strengstens verboten, jegliches Make-up zu benutzen. Wir sehen uns jede Woche 3 bis 4 Stunden. Dann habe ich genug Zeit, Sie zu überzeugen. Dann fangen Sie doch gleich an, Dr. Novak. Cover up. Doppeldeckende Lotion. Danke für die Spende. Camouflage. Achtung. Weg damit. Facial Toner. Ja. Abdeckstift. Rein. Und? Das ist ein Puder. Sollen wir ihn lassen? Nein, kein Make-up für Micky, hat Dr. Nora gesagt. Genau.
Und was du heute kannst, entsorgen. Genau. Wir stellen uns bei den Patienten immer als Doktor vor. Das flößt ihm mehr Vertrauen ein und Respekt. Daran erkennt man den Kreißsaal. Man braucht nur dem Geschrei der Gebärenden zu folgen. Die Patientinnen mit den rosa Karten sind für Studenten tabu. Das sind Privatpatienten. Wir gehen nun zu den grünen Karten. Das sind die Fürsorgepatienten. An denen dürft ihr euch austoben. Okay, Frau Dr. Malone, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Die Patientin wurde gerade erst eingeliefert. Joanne Mbutu, 22, ledig, Serviererin, arbeitslos. Es besteht Verdacht auf Eklampsie, aber wir warten noch auf die Laborwerte. Ich bin überzeugt, es wird schon werden. Sie können mal nachschauen, ob es sich um eine Normallage handelt, Dr. Wheeler. Dr. Mendel, ich traue mir das noch nicht zu. Ich kann das ja machen. Später. Nun gut, von Frau zu Frau, Fräulein Dr. Malone, wie? Genau. Dr. Mendel. Ich möchte mir die Patientin auf jeden Fall noch mal anschauen. Sie kann schon mal alles vorbereiten. Vielleicht müssen wir sogar... Hey, Sonja, schön, dass ich dich treffe. Ich komme gleich nach. Ich möchte der Kollegin nur kurz die Aufnahme zeigen, okay? Pass mal auf, ich habe hier eine Thoraxaufnahme, die würde ich dir gern zeigen. Schau hier auf dem linken Lungenflügel. Für mich sieht dieser Schatten hier so aus. Schau mal, und zwar... Was soll der Blödsinn? Diskretion ist alles. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Doch. Ich habe mich nur gerade wahnsinnig aufgeregt. Hast du gewusst, dass Dr. Mendel trinkt? Ist ein offenes Geheimnis. Aber nicht so süß wie unseres. Ich finde das unverantwortlich. Warum tut niemand was? Er ist ein sehr guter Arzt. Und außerdem der Schwager vom Alten. Vergiss es einfach. Diskretion ist alles, wie? Jetzt hilf mir doch mit den Kerzen, sie kommt bestimmt gleich. Ja. Haben wir alles? Geschenke? Geschenke sind da drüben. Champagner? Alles da. Champagner ist doch schon längst gekühlt. Sag mal, wie lange braucht Micky noch für ihre Behandlung? Ich glaube, ungefähr noch 2 oder 3 Wochen, aber... Ja, dann ciao. Das war Micky. Sie hat gesagt, es wird spät. Sehr spät. Die Nachtschwester hat abgesagt. Und es ist keine Vertretung in Sicht. Naja, aber Moment mal. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss eben der Prophet zum Berg. Joanne, Joanne, ich hole Dr. Mendel. Dr. Mendel? Doc. Dr. Mendel. Dr. Mendel! Hey, Entschuldigung, hey, wir haben einen Notfall. Sie müssen bitte sofort kommen. Die Patientin auf 5. Dr. Mendel, ist alles in Ordnung? Oh, mein Kreislauf. Chuck, sag mal. Was ist denn los? Die Patientin mit der Eklampsie. Die Herztöne vom Kind werden immer schlechter. Wir müssen sofort operieren. Untersuchen Sie sie erst mal. Gehen Sie jetzt. Ich bereite schon alles vor. Jetzt lass das doch. Komm, hör auf zu saufen. Steh auf. Du hältst jetzt deinen Kopf unter das Wasser. Sie kommt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to... Micky. Ich habe einen Notfall. Könnt ihr mir helfen, die Patientin ins OP zu bringen? Ja, okay. Sonne. Anja, nimmst du die Tasche? Wo ist bitte der Dienst haben? In Arztzimmer 211 im zweiten Stock. Okay. Okay.
können. Aber eben, aber er sagt, es geht ihm nicht gut. Oh Gott, das kann ich nicht sehen. Das wird mir schlecht. Ich glaube, er wird das. Oh Gott, Anni. Fahrt ihr schon mal los und schickt den Aufzug wieder hoch, ja? Alles klar. Rein. So. Auf und noch, Anni. Ja. Kannst du mich hören? Geht schon. Ist alles okay? Ja. Kannst du aufstehen? Ja. Gut, jetzt hören wir mal ganz genau zu. Du musst jetzt Dr. Adams anrufen. Hast du gehört? Dr. Ja, Adams. Dr. Adams. Die Nummern sind im Ärztezimmer auf der Tafel. Ja. Die eine ist ein Telefon, die andere ist ein Piepser. Du musst beide versuchen. Dr. Adams. Dr. Adams. Ja? Okay. Ich wünsche uns viel Glück. Viel Glück. Kaiserschnitt. Wir haben keine andere Wahl. Traust du dir das zu? Gott. Ich habe Angst. Schnittstelle desinfizieren. Hey. Du schaffst es. Ich kümmere mich ums Baby. Und eins sage ich euch. Wenn es durchkommt, werde ich Patin. Skalpell. Schnell, geschafft. Es muss sofort in den Inkubator. Der Inkubator ist bereit. Bitte? Ich helfe Ihnen. Danke, Dr. Adams. Nein, ausgesprochen hübsches Baby. Gute Arbeit, Dr. Melon. Gibst du mal die Klemme? Es ist ein Junge. So, ich nähe jetzt. Ruhen Sie sich aus, Dr. Shapiro. Sie haben es verdient. War eine schwere Geburt, wie? Ja, Dr. Adams. Noch 3 Minuten, Chuck. Der Kreislauf stabilisiert sich. Sehr schöne Arbeit, Dr. Long. Abschneiden, Dr. Adams. Dann stehen wir noch bis Weihnachten hier, hm? Genau. Danke. Das ist ja eine Naht wie aus dem Lehrbuch. Wir hatten einen strengen Lehrer, Dr. Adams. Ich denke, dass es 3 junge Medizinerinnen gibt, die in Zukunft einen enthusiastischen Fürsprecher haben, auf den sie zählen können. Hm. Oh, übrigens habe ich draußen einen jungen Mann gesehen. Es sieht so aus, als möchte er auch mit jemandem Geburtstag feiern. Oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Arnie. Dann lassen Sie ihn mal nicht länger warten. Ich habe Ersatz für Ihren Nachtdienst bestellt, Dr. Long. Vielen Dank. So, gibst du mir einen Verband? Mhm. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear me. Happy birthday to you. Ausblasen, ausblasen. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag, Dr. Long. Vielen Dank, Dr. Adams. Danke. Ich habe jetzt mein Fach gefunden. Ich denke, ich will nach dem Studium meine Facharztausbildung in Gynäkologie machen. Ich habe dir doch erzählt, was mit Dr. Donaldson passiert ist. Es muss einfach aufhören, dass solche Männer wie er über den Unterleib einer Frau entscheiden können und sich dabei dann auch noch aufführen, als seien sie von Gott gesandt. Und Ruth, hör mal zu, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns? Wir wollten doch heiraten, wir wollten ein Kind. Das will ich doch auch. Aber können wir nicht zusammenziehen und mit der Hochzeit und dem Kind einfach noch ein
bisschen warten. Ja. Wie lange? Wie lange soll ich auf dich warten? Wie lange würdest du denn warten? Mein ganzes Leben. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich ein Baby bekomme, war er spurlos verschwunden. Und meinen Job war ich auch los. Warum sind Sie nicht einfach heimgefahren, Joanne? In meinem Dorf in Afrika wartet ein Mann auf mich. Wir sind einander schon lange versprochen. Wir wollten heiraten, wenn ich zurückkomme. Konnten Sie die Verlobung nicht lösen? Da, wo ich herkomme, geht das nicht so einfach. Dass ich mit einem anderen geschlafen habe und sogar ein Kind bekommen habe und auch noch von einem weißen Mann. Das wäre eine entsetzliche Schande für unsere Familien. Ich kann nicht zu Ihnen zurück. Und ich habe solches Heimweh. Afrika. Das verstehe ich gut. Setzen Sie sich bitte für mich auf. Geht's? Einatmen. Ausatmen. Klingt gut. Haben Sie schon einen Namen für das Baby? Nein, Doktor. Ich glaube nicht, dass ich es behalten werde. Was haben Sie gerade gesagt? Ich kann das Kind nicht behalten. Okay, nochmal einatmen, Luft anhalten. Wie wär's denn mit Christopher? Ausatmen. Ich kann ihn wirklich nicht behalten, Dr. Sondra. Ich gebe ihn zur Adoption frei. Lassen wir das Doktor weg, Joanne. Und atmen Sie noch ein paar Mal tief ein und aus. Wissen Sie denn, warum ich den Namen wissen wollte? Ich möchte gerne Patin sein. Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Sehr nett von Ihnen, Sondra, aber ich, nein. Natürlich können Sie das Baby zur Adoption freigeben. Und mit viel Glück wird es wunderbare Eltern finden. Eltern, die es lieben, die ihm eine tolle Ausbildung geben. Ich hatte so ein Glück, Joanne. Aber wenn es groß ist, dann wird es sich immer fragen, wer ist meine Mutter? Wie sieht sie aus? Lebt sie noch? Warum hat sie mich weggegeben? Wo komme ich her? Wo ist meine Heimat? Ich habe doch keinen Pfennig Geld. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jane, ich höre jetzt dein Herz ab. Weißt du, was es mir sagt? Dass du dein Kind nie vergessen wirst. Dass du dich immer fragen wirst, wie es ihm geht. Das ist bestimmt nicht leicht, ob du es behältst oder ob du es weggibst. Ich weiß auch wirklich nicht, was richtig ist. Aber ich werde dir helfen, egal wie du dich entscheidest. Dir und dem Baby. Das ist doch so furchtbar weit weg. Warum willst du uns denn das antun? Ich kann dich nicht verstehen. Ich weiß, dass es schwer zu verstehen ist. Aber ich weiß auch, dass ich dort gebraucht werde. Warum gehst du deinen sozialen Aufgaben nicht hier nach? Menschen in Not gibt es hier genug. Aber es zieht mich dorthin. Wie magisch. Ich kann das nicht rational begründen. Vielleicht ist es die Suche nach meinen Wurzeln. Oh nein. Siehst du nicht, was du deiner Mutter antust? Ich würde euch doch niemals verletzen wollen. Ich liebe euch doch. Das Schönste, das mir passieren konnte, ist, dass ihr mich adoptiert habt. Bitte sei vernünftig. Ruiniere nicht deine brillante Zukunft. Wenn du nach Afrika gehst, kannst du deine Karriere vergessen und jegliche finanzielle Unterstützung von meiner Seite auch.
Uhuru heißt Freiheit, Dad. Das ist mir wichtiger als Geld oder Karriere. Wenn du so denkst, rechne nicht damit, dass wir mit dir dein Examen feiern. Dann kannst du auch das ohne uns machen. Überraschung! Hey, alles okay, Mickey? Vielleicht war es doch noch zu früh, den Verband abzunehmen. Sieht noch ziemlich wüst aus, ha? Huh? Ich fass es nicht. Sieht aus wie nach einem Boxkampf, oder? Nein, überhaupt nicht. Da. Das für dich. Mhm. Was ist denn das? Oh. Und? Das kann ich nicht tragen. Das ist ein Kleid. Nein. Doch. Oh Mann. Ihr seid fantastisch. Wenn ich euch nicht hätte. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Schau mal. Fleißige Lieschen. Impatiens Valeriana. Erstaunst du, dass ich mich noch dran erinnere, was? Immer wenn du Blumen gepflanzt hast in unseren kleinen Garten, hast du mir die lateinischen Namen dazu gesagt. Ich glaube, nur deshalb war ich gut in Latein. Und als ich das erste Mal über das Medizinstudium nachgedacht habe, war es auch nur, weil ich gut in Latein war. Und jetzt stehe ich mitten im Examen. Es läuft eigentlich ganz gut. Obwohl ich in den letzten Wochen kein fleißiges Lieschen war. Wegen der Behandlung, weißt du? Mama. Schau mal, Mama. Mama, schau mal. Der Feenkuss ist weg. Schau. Ich hab dir so viel zu verdanken. Es freut mich außerdem, dass der heutige Tag auf Celluloid festgehalten wird. Der Filmemacher Jonathan Archer und seine Crew drehen einen Dokumentarfilm über das Gesundheitswesen von Los Angeles. Und natürlich wird in diesem Zusammenhang auch unser Ärztenachwuchs porträtiert. Und ich muss Ihnen sagen, ganz besonders stolz bin ich darauf, dass dies ein Abschlussjahrgang ist, von dem man in meiner Position als Dekan und Arzt dieses Colleges nur träumen kann. Überdurchschnittliche Leistungen waren gepaart mit hohem persönlichen Einsatz der Studierenden die Regel und nicht wie sonst die Ausnahme. Und noch etwas Außergewöhnliches habe ich zu vermelden, was mir eine besondere Freude bereitet. Unser Jahrgangsbester ist in diesem Jahr eine Jahrgangsbeste. Und das zum ersten Male in der Geschichte unserer Universität. Meine Gratulation, Dr. Ruth Shapiro. Applaus.
Vielen Dank. Sie haben es verdient. Schauen wir, wer da hinten ist. Mein Kind. Oh, Dad. Ich freue mich so für dich. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir sind so stolz auf dich, Sandra. Dein Vater und ich haben beschlossen, dass es viel zu egoistisch ist, dich zu zwingen, hier zu bleiben. Die Hauptsache ist, dass du glücklich bist. Hör zu, Sandra. Wir haben uns überlegt, wie es wäre, wenn du erstmal Truppenmedizin studierst. Es gibt ein sehr gutes Institut in unserer Nähe. Und dann musst du nicht so weit nach Afrika fahren. Und wenn du dann immer noch hin willst, dann kannst du das später noch machen. Einverstanden. Ihr seid die wunderbarsten Eltern der Welt. Einen Toast auf Ihre fantastische Tochter. Ich muss sagen, dass ich das meiner Tochter nie zugetraut hätte. Wie ich weiß, sind Sie ebenfalls Arzt. Dann könnte ja Ruth eines Tages Ihre Praxis übernehmen. Hm? David wird das tun. Er ist der Älteste. Und Ruth wird bestimmt bald eine Familie gründen. Ich will meine Facharztausbildung in Gynäkologie machen. Nun, du willst dich doch nicht nur darauf beschränken, andere Leute Kinder auf die Welt zu bringen. Das eine schließt das andere ja nicht zwingend aus. Ja, das denke ich auch. Mein Mann kann es kaum erwarten, einen Enkel zu kriegen. Dabei sind die beiden doch noch nicht mal verheiratet. Arnie, zeige mir eine Frau, die Karriere macht, ohne ihre Familie zu vernachlässigen. Sie steht neben mir. Nein. Entschuldigen Sie. Sie haben das verloren. Nein. Nein, Sie müssen sich irren. Der ist nicht von mir. Ich bin doch nicht blind. Er ist Ihnen aus der Tasche gefallen. Ganz bestimmt nicht, das wüsste ich. Vielleicht hat ihn jemand anders verloren. Kann nicht sein. Außer Ihnen ist niemand vorbeigekommen. Und vorher ist er ganz sicher nicht dagelegen. Dann haben Sie ihn vielleicht selber verloren. Mir fehlt aber kein Schein. Nun denn, was machen wir damit? Ganz einfach. Sie behalten ihn. Wenn ich meinen Film vorführe, werden wir uns wiedersehen. Dann tauschen wir den Schein. In eine Flasche Wein. Ich glaube nicht, dass ich Zeit dazu habe. Sag mal, kann einer von euch heute meinen Nachtdienst übernehmen? Tut mir leid. Hier, ich habe sowieso schon Dienst. Danke. Ich könnte. Hast du was Besonderes vor? Ja. Ein Baby machen. Ich nehme an, das ist der errechnete Geburtstermin. Genau. Der wäre optimal, falls es heute klappt. Was soll denn das plötzlich? Also, wenn ich heute schwanger werde, dann bin ich im 6. Monat, wenn ich in der Klinik anfange. Da bin ich noch fit und kann ungefähr noch so 2-3 Monate arbeiten. Und wenn ich nach der Geburt gleich wieder anfange, dann hat keiner ein Problem damit. Wer? Dein Vater oder Arnie? Ich will das Kind. Na denn? Mein Vater interessiert mich nicht. Basta. Weißt du, dass ich heute Nacht...
ich ein einziges Mal gesessen habe? Genau. Ich glaube, ich werde 24 Stunden am Stück schlafen. Ich auch. Aber erst schicke ich meine Bewerbung los. Ja. Ja. Ans Great Victoria Hospital, Hawaii. Mhm. Ich dachte, ich versuch's wenigstens mal. Drück mir die Daumen. Hey, was denn? Morgen. Morgen, Arnie. Was ist denn komisch, hä? Tisch. Gut, ich rufe zurück. Danke. Tut mir leid, ich habe einen Klienten, der den Unterschied zwischen soll und habe nicht kennt. Außerdem muss ich in einer Stunde im Büro sein. Kommst du? Ach nein, ausgerechnet, wenn ich mal frei habe. Ich muss das kurz in den Computer geben, sonst vergesse ich das. Was willst du eigentlich einkaufen? Mehr davon. Wer hat denn ein Baby bekommen? Niemand. Naja. Was? Nein. Willst du damit sagen, dass du... Jetzt sag mir erstmal, ob du dich freust. Du bist verrückt. Du wolltest doch noch gar kein Baby. Es ist doch sowieso nie der richtige Zeitpunkt. Na? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ah! Oh Gott, was mache ich denn hier? Du musst dich schonen. Willst du dich hinsetzen? Vielleicht... Ani, ja? Ich bin schwanger, nicht krank. Okay, schwanger, nicht krank. Darf ich dich jetzt heiraten? Genau das wollte ich hören. Sag mal, ist das aufregend. Deine Eltern, wissen die das schon? Nein, noch nicht. Aber mein Vater hat mir schon als Kind eine Hochzeit in der schönsten und größten Synagoge von Los Angeles versprochen. So? Weißt du, was er gesagt hat? Wenn dich mal einer will, so ist. Dann muss das ordentlich gefeiert werden. Und das werden wir. Wir werden. Ja, das werden wir. Wir werden feiern, dass die Fetzen fliegen. Wie viele Leute? 1000? 2000? 6000? 8000? 10.000? Du willst was? Du willst in 4 Wochen heiraten? Und warum so rasch? Ich verstehe. Ich frage mich, Ruth, warum in deinem Leben nie etwas in der richtigen Reihenfolge passiert und nicht so läuft, wie man es von einer Frau erwarten sollte? In 4 Wochen besuchen wir deinen Bruder in Europa. Das steht schon sehr lange fest. Das können wir doch auch verschieben. Du musst akzeptieren, dass du deine Hochzeit ohne uns feierst. Danke, Jonathan, dass Sie neben Ihrer Filmarbeit die Zeit aufbringen, meine Hochzeit zu filmen. Ja? Aha. Gut. Gut, wir sehen uns dann später. Mhm. Auf Wiederhören. Kommt da etwa dieser Regisseur? Na klar. Er ist doch der einzige Profi, den ich kenne. Hey, Mickey. Hat er nicht ein Auge auf dich geworfen? Ich weiß nicht. So. Jetzt bist du perfekt. Na und? Wunderschön. Du siehst toll aus. Das ist mein Tag, Ladies. Auch ohne meine Eltern, oder? Ja. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich glaube, ich tanze nicht sehr gut. Nein, Sie tanzen wunderbar, Madame. Schwindler. Es freut mich, dass wir uns hier wiedersehen. Im Geheimen hatte ich das gehofft. So? Und ich wünschte, dass wir uns noch viel öfter sehen. Ja, das würde ich auch gerne. Bald? Bald.
versucht, sie zu erreichen. Ihre Mutter ist heute früh gestorben. Ein neuer Schlaganfall. Miss Long, Sie können jetzt nicht zu ihr. Sie ist doch in der Pathologie. Kommen Sie in einer halben Stunde wieder. Dr. Melon, kommen Sie schnell! Kann ich Ihnen helfen, Dr. Mendel? Alles ist unter Kontrolle, Frau Dr. Melon. Die Transfusion läuft. Und dann ist sie bald wieder völlig gesund. Was ist passiert? Dr. Mandel hat sie heute Morgen an den Mandeln operiert. Bis vor einer Stunde war alles normal. Dann spuckte sie plötzlich Blut und fiel ins Koma. Da habe ich Dr. Mandel Bescheid gesagt. Gut, mach den Mund auf, Kleine. Verdammt nochmal. Die Kleine muss neu genäht werden. Sie muss sofort in den OP. Wird sofort veranlasst, Dr. Melon. Es wird wieder, Kleine. Dr. Mandel, die Kleine, der Sie gerade eine Bluttransfusion gelegt haben, liegt jetzt im OP. Er hat das veranlasst. Ich. Sie haben eine Fehldiagnose gestellt. Die Naht am Hals ist aufgegangen, das Blut läuft in den Magen, deshalb spuckte sie. Und wenn ich das nicht gemerkt hätte, dann... Das ist eine Unterstellung, die ich mir von Ihnen nicht bieten lasse. Sandra, das reicht jetzt. Nein! Wenn hier jeder zu feige ist, ich schaue mir nicht länger an, wie ein angetrunkener Arzt Fehldiagnosen stellt. Ich werde mich nicht entschuldigen, auf keinen Fall. Das kostet dich deinen Job. Dr. Mandel hat fast ein Kind umgebracht. Er hat aber auch schon tausende von Operationen erfolgreich durchgeführt. Und außerdem ist er der Schwager vom Chef. Ach, ist das die Lizenz zum Töten? Es ist doch nur mal gut gegangen. Aber beinahe wäre etwas passiert. Und du machst die Augen zu, weil du an deine Karriere denkst. Sandra, du bist mir unterstellt und ich erwarte von dir, dass du dich öffentlich entschuldigst. Außerdem bekomme ich sonst Mordsärger. Zu, Sandra. Du bedeutest mir wirklich sehr viel. Wenn du mich lieben würdest, würdest du jetzt zu mir stehen. Hallo. Hi. Ich dachte schon, Sie versetzen mich. Ich musste noch einen Gips richten. Gehen wir. Sollen wir wirklich ins Observatorium gehen? Wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen den Rohschnitt von meinem neuen Film zeigen. Ich glaube nicht, dass ich so viel Zeit habe, Jonathan. Wir sind verabredet und ich bin eigentlich... Ich habe in letzter Minute noch einen Bereitschaftsdienst annehmen müssen. Aber haben Sie denn nie ein Privatleben? Doch. Jetzt zum Beispiel. So lange, bis meine kleine Nervensäge sich meldet. Der Piepser hat jetzt Sendepause. Sie sind die schönste Frau, die mir je begegnet ist, Niki. So ein Unsinn. Erzählen Sie mir von sich. Was machen Sie für Filme? Dokumentarfilme. Aber ich möchte auch bald einen Spielfilm drehen. Wie heißt eigentlich der Film, den Sie bei uns in der Klinik gedreht haben? Herzflimmern. Sie kommen auch drin vor. Ach, um Gottes Willen. Ich bin überhaupt nicht filmogen oder... Wie nennt man das? Wundervoll nennt man das. Einfach zum Küssen. Tut mir leid, ich muss gehen. War schön, Sie gesehen zu haben.
Kennen Sie das? Hiermit entschuldige ich mich in aller Form für mein unbedachtes Verhalten und meine Äußerungen in Bezug auf den Alkoholkonsum von Dr. Mandel. Ich nehme beides mit äußerstem Bedauern zurück. Dr. Sandra Malone. Wo ist Dr. Parsons? Da drüben, in der Ambulanz. Rick! Ich bin dir wirklich dankbar, dass du mir klargemacht hast, dass ich mein Leben als Ärztin so nicht verbringen möchte. Sandra, ich hab's doch nur für dich getan. Damit du dir deine Karriere nicht kaputt machst. Meine Karriere hier interessiert mich nicht mehr. Und mit dir bin ich auch fertig. Rick Parsons. Doktor, kommen Sie bitte. Und dieses Haus hier, das gefällt mir am besten. Ist ein ganz großer Garten dabei. Dafür müssen wir zwar einen Kredit aufnehmen, aber... Mickey, was ist denn? Du hörst mir gar nicht zu. Entschuldige, Ruth, ich habe im Moment überhaupt keine Ruhe für sowas. Ich habe eben die Absage von Great Victoria aus Hawaii bekommen. Nein. Tja. Ist nichts mit Hawaii. Vor ein paar Wochen hättest du so etwas nicht so locker weggesteckt. Ich steck's auch nicht locker weg. Mir ist zum Heulen zumute, wirklich. Ich kann irgendwie nicht. Könnte es sein, dass das mit einem gewissen Jonathan Archer zu tun hat? Oh, Unsinn. Vielleicht ein bisschen. Und könnte es nicht sein, dass das ein Wink des Schicksals ist? Ach komm, du bist doch verliebt in ihn, oder? Hattet ihr schon was? Wie? Ob ihr schon miteinander geschlafen habt? Nein. Und willst du... Du bist diesmal nicht unter Zeitdruck. Okay? Hände an die Wand. Und keine Dummheit. Gut. Ich werde jetzt Ihre Abhörwanze konfiszieren und Ihnen Ihre Rechte vorlesen. Oh, das ist was Dummes. Sie haben gar keine. Officer, ich weiß überhaupt nicht, wie das Ding da hinkommt. Das behaupten alle. Nun, das Ding ist beschlagnahmt. Ich bringe Sie jetzt in Ihre Zelle. Das hier nennt man eine enge Zweier. Wenn die Kamera sich weiter wegbewegt, ist es eine totale. So total, wie ich in dich verliebt bin. Wenn man ranzoomt, nennt man das Close-up. Fühlt sich gut an, die enge Zweier. Der Close-up auch. Und wenn man die Kamera kippt, ist das ein Dutch Angle. Was ist denn das? Ich zeig's dir. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Ich freue mich für dich. Ich glaube, mich hat's total erwischt. Du bist verliebt. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Es ist wie ein... Dr. Long! Dr. Long, warten Sie einen Moment. Meinen Glückwunsch. Ach, Sie haben es noch gar nicht gehört? Ach nein, wieso? Was denn? Hawaii! Greg Norman vom Great Victoria hat mich heute Morgen angerufen und sich nochmal über Sie erkundigt. Sie haben den Job. Nein, ich habe die Absage doch schon bekommen, Dr. Adams. Ach, das war gestern. Wissen Sie, Ärztekongresse haben schon gewisse Vorteile. Dort habe ich Norman getroffen und ich musste ja nicht mal lügen, als ich von Ihren Fähigkeiten erzählte. Oh. Nein! Oh. Danke, danke. Gern geschehen. Wow. Hey! Hula hula! Wow! Ich hab den Job! Komm her! Das ist meine Kleine.
Verstehst du das? Ich hab's dir doch eingesagt. Das war's. Die Premiere meines Films ist in 2 Wochen. Und ich möchte, dass du daran teilnimmst. Am liebsten würde ich dich dabei als meine zukünftige Frau vorstellen. Ach, Jonathan, ich kann nicht. Wieso nicht? Niki, wir können uns mit der Heirat auch Zeit lassen. Das meine ich nicht. Ich werde nicht da sein. Ich habe die Stelle in Hawaii doch noch bekommen. Und in 2 Wochen fange ich an. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich habe heute zugesagt. Niki! Verdammt doch mal! Es gibt 1000 Kliniken auf dieser Welt. Warum ausgerechnet Hawaii? Bist du so ehrgeizig, dass du dafür unsere Liebe aufs Spiel setzt? Jonathan, versteh mich doch. Das ist die beste Klinik der Welt für wiederherstellende Chirurgie. Ich habe ohne dieses abstoßende Feuer mal die Chance auf ein neues Leben bekommen. Ich habe mir geschworen, Menschen zu helfen, die genauso gelitten haben wie ich. Und was ist mit mir? Würdest du für mich auf deinen Traum verzichten? Lass dir Zeit. Aber du wirst dich entscheiden müssen, Niki. Hawaii oder ich? Wer weiß, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit sind und was wir machen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was ich da unter anderem machen werde. Windel wechseln und Breiching kochen, genau. Oh Mann, mir geht das richtig nah. Wir packen unsere Koffer, wir lösen die Wohnung auf. Oh, ihr werdet mir fehlen. Aber wir gehen es doch nicht verloren, oder? Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Freundschaft. Auf ein Band, das nie zerreißen wird. Wo ist eigentlich dieses Institut für Tropenmedizin? Phoenix, Arizona. Oh. Das ist der Kompromiss mit meinen Eltern. Oh, Ruth, du sollst nicht so schwer tragen. Das ist gar nicht schwer. Ja. Danach dann Afrika? Afrika. Hm. Kenia, Uhuru, mitten im Busch. Da treffe ich dann hoffentlich Joanne. Mein Gott, für 6 Jahre haben wir hier gelebt. Hm? Das ist länger, als die meisten Paare verheiratet sind. Genau. Aber wir haben uns weniger gestritten. Hm. Ah. Das stimmt. Das stimmt, verdammt. Wisst ihr noch, wie wir hier eingezogen sind? Mit 3 Büchsen Coke und 1 Tüte Chips. Und voller Illusionen. Meint ihr denn, wir haben alle die richtigen Entscheidungen getroffen? Ja, logisch. Klar. Hallo? Hi, Jonathan. Steht neben mir. Hallo? Hallo, Mickey. Hallo, Jonathan. Wie geht's dir? Kannst du das nicht vorstellen? Doch, genau deswegen rufe ich an. Ich bitte dich noch einmal, geh nicht nach Hawaii und triff dich mit mir. Jonathan, ich... Okay, Mickey, ich überlasse es dir. Ich bin um 6 Uhr am Observatorium. Ich erwarte dich. Wenn du mich liebst, gehst du nicht nach Hawaii. Mit anzusehen. Soll ich dich nicht doch noch schnell fahren? Er wartet bestimmt. Nein. Ich hoffe nur,
und dass es mit der Zeit nicht mehr so weh tut. Micky, du hast alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alle die richtigen Entscheidungen getroffen. Klar? Genau. Genau. Die Zukunft gehört uns. Okay? Okay. Okay. Von nun an trennten sich unsere Wege. Micky ging nach Hawaii, Sandra nach Afrika und ich blieb bei Ani. Bis uns Jahre später das Schicksal wieder zusammenführte. Mr. Butler, Ihr Sohn hat schwere Schädelverletzungen. Schuss! Okay, nochmal wegkriegen. Und Schuss!